Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sim Airport. Mein Name heißt Gardehol, schön, dass ihr dabei seid. So, wir haben fleißige Arbeiten hier, denn wir müssen hier so ein bisschen die WC-Situation entzerren. Wir müssen so ein bisschen hier das neue Ersatzgate bauen und ich glaube, hier müssen wir auch mal ran. Wir müssen diesen Baggage Routing Station, die müssen wir umbauen. Die muss weiter nach hinten. Wir brauchen mehr von diesen Dingern hier. Vielleicht sollten wir das schon mal vorbereiten. Auch, weil das dauert immer ewig und ja, ziemlich genau 3 Tage. Ich habe nachgeguckt. Und dass wir hier vielleicht... Aber das können wir nicht in einem Zug machen. Das heißt, wir müssten hier ein bisschen tricksen. Wenn wir die hier rausbauen... Das hat den Vorteil, dass wir hier oben, das ganze Gebiet noch erweitern können. Das Hangar müssen wir umsetzen. Und das war den Garbage, den müssen wir auch wegsetzen, weil das auch viel... oh Gott, hier ist ja auch alles voll. Ich glaube, wir müssen uns um diese ganzen Facility-Sachen nochmal kümmern. Aber wir müssen auch noch unseren Runway kümmern, hier unten für unser neues Gate. Und natürlich auch hier vorne unser neues WC. Ein schönes WC. So, Male Restroom. Wir haben ja jede Menge Restrooms rausgebaut, muss man sagen. Aber langsam wird. So, okay. Also das hier müssen wir umbauen. Jetzt wo... Was? Also, manchmal... Also, weißt du? Manchmal sind die verwirrt, die Mitarbeiter. So, wir hatten mehrere Pläne. Ein Plan sah vor, dass wir möglicherweise probieren, hier schon mal die Gegenseite aufzuziehen, damit wir da schon mal die Gebäude reinbauen können. Dazu müssen wir hier aber schon mal die Wände reinziehen, damit wir wissen, wo wir landen sozusagen. Und dann kümmern wir uns da oben um den Kram. Weil ich jetzt zunächst noch hier den Female Restroom, der ist natürlich genau gegenüber von dem anderen. Das ist natürlich auch wieder blöd. Dann müssen wir den hier hinsetzen. Ich glaube, es wäre fast sinnvoller, wenn wir diese Eingangstüren zu den Bänken auf die Seite setzen. Das heißt, wir müssen das nochmal alles umbauen. Aber das können wir hier an diesem Gate mal probieren. Das ist unser Ersatzgate. Das können wir leider noch nicht in Betrieb nehmen, weil wir das noch nicht eingerichtet haben. Und ich glaube, wir hatten hier oben die Mauern immer an den Rand von diesen Teilen hier gesetzt. Das heißt, wir müssen das hier auch so machen. Das heißt, das Gate hier, das wird noch gar nicht vollständig werden. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Also hier kommt dann eine Wand rein. Ich erkläre gleich, was ich meine, keine Sorge. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Und das wird dann unsere Aorta wieder. Und hier würde ich es dann, wie gesagt, mal andersrum bauen wollen, damit wir herausfinden, ob das was bringt. Und zwar, ob das was bringt. Wir haben im Moment das Problem, ich habe den Eindruck, dass die Fluggäste diesen Umweg hier rum nicht gehen wollen. Das heißt, wir müssten eventuell diese Räume umbauen. Das nach da und das nach da. Und das würde ich jetzt gerne herausfinden. So, dann haben wir das Ganze hier wie hoch gebaut? 6. Jetzt habe ich das da reingemalt. Na, super, Gardehol. Das hast du ganz fein gemacht. So. 6 hoch. Das heißt, hier kommt auch eine Wand rein, die 6 hoch ist. Nochmal im neuen System. Kommt hier die Tür rein. Und dann kommt hier das WC. 7, 8, 9, 10, 11. Dann 6 hoch. Pending Construction ist klar. 1, 2, 3, 4, 5. Und so. Und so. Damit die gleich werden, die schreien, Hilfe, Hilfe, ich wurde eingemauert. So, und da seht ihr das Problem. Die Damen der Schöpfung, die brauchen hier jede Menge WC-Space und es ist alles echt total überfüllt hier. So, das heißt, Komfort. Was ist schöner, als auf einem WC zu sitzen, nicht? Deswegen ist das ein Komfortteil. So, 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 so. Und ist das das Waschbecken oder sind das die... So, wir setzen hier nochmal weitere Waschbecken rein. Vielleicht liegt es ja daran. So. Die Waschbecken laufen nämlich immer, seht ihr das?
Können wir hier auch noch eins reinmachen? Ein kleines, schönes Waschbecken. So. Dann hier die Bins. Und dann bauen wir hier noch Wände rein. 2, 3, 4. Ist das viel? So, also ihr seht, na, das ist echt ein Problem. So, das ist das eine Problem, was wir haben. Das andere Problem, was wir angehen müssen, ist hier oben, dieses ganze Ding müssen wir ausbauen. Das heißt, der kleine Hangar, jetzt haben wir einen Medium-Hangar, da sind wie viele Fahrzeuge drin? 2 Baggage-Cards hier. Das ist ein Baggage-Car. Ich glaube, den können wir erstmal abbauen. So. Den können wir den weiter hier rübersetzen. Und die Baggage Routing Station würde ich auch dann viel weiter herübersetzen, damit die nicht so einen weiten Weg immer. Vielleicht hier hinsetzen, wo die eh an dem kleinen Gate hier mal rumfahren oder so. Das heißt, wir müssen ein riesen langes Ding da bauen, dass wir da durch unter dem Flughafen her. Also lassen wir mal ein bisschen laufen hier. Da sitzen die Leute und warten auf die Flieger. In diesen wunderschönen Hallen, ohne Dekoration, ohne alles. Herrlich. Und langsam aber sicher brauchen wir auch die Sachen, auf die auf dem Lager rumstehen. Das ist auch gut. Und hier bei den Herren der Schöpfung stapelt sich auch alles. Ich glaube, die stehen echt vor dem Waschbecken, oder? Lass uns mal beobachten. Der geht hier hin. So, wir wissen, was er tut. Der macht das im Stehen. So, und dann wartet er darauf, dass er sich die Hände waschen kann, oder? Guck mal. Ja, die warten. Ja, wir haben zu wenig Waschbecken. Daran könnte es liegen. Das ist ja gar kein Problem. So. Na, ist auch eine schöne Erkenntnis. Habe ich das gelernt? Wenn es daran liegt, ist doch gut. Wollen die sich also doch die Patschehändchen sauber machen? Sehr gut. Ja, ich scheue mich gerade so ein bisschen. Ich will jetzt erst warten, bis die hier mit Arbeiten fertig sind, weil die brauchen immer so lange. Die brauchen immer so lange, diese Leitung zu legen. Was ist hier denn los? Also wir müssen das müssen wir auch noch umbauen dann in dem Zuge. Jetzt fangen wir erstmal hier oben an. Hier müssen wir jetzt erstmal. Ich glaube, die Baggage Station deutlich weiter nach oben legen. Das heißt, wir müssen erstmal hier. Wo ist denn das wieder? Strukturen. Nein. Nein, Dekor. Outdoor Gate. Wo ist denn der Fans? Ist doof? Manchmal sieht man den Fans vor lauter Bäumen nicht. So, und dann muss das hier weg. Das muss weg. Das muss dann hier. Da muss Gebäude alles hin. Oje, oje, oje. Und dann müssen wir den ganzen. Hier sieht man auch noch, dass man hier einen zweiten Anfahrtsding hinbauen kann. Ich würde sagen, wir machen die Baggage, den Müllzeug, machen wir ganz nach da oben hin. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal hier einen Zaun hoch, damit wir den anderen wegmachen können. Und ich frage mich, was es bringen soll, dass wir hier zweispurig machen könnten. Das hier müssen wir auch noch umbauen. Hier muss das muss eine Art Umgehungsstraße werden. Hätten wir besser hier, hätte Fahrradkette, ne? Oh, je, oh, je, oh, je. Wie war es hier? Dieser Müllberg ist zu klein. So, dann können wir das hier wegbauen. Dann können wir das da hinten bauen. Und dann müssen wir hier diese Underground Utilities reinbauen. Und zwar einmal hier komplett unter dem Flughafen her. Und ihr wisst ja, so ein Umbau, der muss dann halt sehr schnell gehen. Deswegen machen wir das erstmal bis hier hin, dass das hier schon mal fertig ist. Und auch hier oben muss das dann
einmal hier durch. Ich mache das jetzt erstmal so, obwohl das dann nicht funktionieren wird wahrscheinlich. Warte mal. Wir können das doch dediziert machen. Wir können dann, dass die einen extra Bereich haben hier, wo die anliefern können. Mit Taxiway und so. Das geht doch. Pass auf, dann bauen wir hier Objekte. Taxiway. Und das dann nur hier für die Baggage Cars und so zum Anliefern. Ich glaube, das passt nicht da rein, ne? Warte mal. Q Baggage Routing Station. Doch, das müsste passen. Dann können wir die nämlich da... wieso sehe ich das jetzt nicht? Warum ist das jetzt im anderen Abstand? Das hat doch hier oben gepasst. Oder habe ich das jetzt anders da dran gebaut? Ach, das ist da unten dran gebaut, ne? Dann bauen wir es mal hier so hin, wie wir meinen, dass es passt. Und zwar hier schön... hier raus. So vielleicht. Und dann bauen wir das schon mal da dran. Würde ich vorschlagen. So. Utilities. Conveyor. Und dann kommt der blaue, das ist der hier. Der kommt hier rein. Ja, der verbindet sich jetzt nicht, weil das zwei unterschiedliche Systeme sind. Das müssen wir noch beheben. Und der rosa, der kommt hier raus und geht hier oben rein. Und dann können wir das gleich in einem Zug umbauen. Ja, und wir sehen, selbst bei den großen Fliegern jetzt hier mit 430 Leuten, die Warteschlange ist eher zu kurz, aber die Bänke sind zu viele. Das hätten wir noch anders machen können. So, unser Malé-Restroom ist fertig. Da können wir jetzt hier für unsere Malés können wir hier die... Nee. Das ist ein Fee-Male, ist das. So. Hallo, Herr Garderul. Wollen wir uns ein bisschen konzentrieren? So. Jetzt aber. Na komm, spring um. Jawohl. Gut. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, und dann kommt natürlich der riesentore Taxiway dann irgendwann noch dazu. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, dass wir hier, dass die hier fertig werden mit Bauen. Dass wir eine ganze Zeit lang dauern. Ja, und mein Ziel ist dann, dass wir das hier oben, das hier hochziehen. Das hier können wir schon mal wegmachen. Das ist sehr gut. Ist das Clear oder Demolish? Ich weiß es gar nicht. Clear offenbar. So. Und da sieht man, wie die am fleißig am Bauen sind. Ja, und ich glaube, dass mit den Türen, dieses Problem hier, das ist wirklich ein Problem. Dass wir mal gucken, dass das jetzt, wenn wir das jetzt hier andersrum machen, was wir jetzt machen, ob das denn funktioniert. Das hier ist auch irgendwie falsch, ne? Nee, das ist nicht, warte mal. Hier kommen die Tische rein und da muss man hier hinten rum, den Umweg, und da muss man dann rein. Und das geht aber im Moment nicht, weil hier kein weiteres Gate ist und ich weiß, bis wohin ich muss. Haben wir ja sehr gut gemacht. Was macht der? Hallo? Wo will... Haben wir da zu wenig Türen hier in unserem... Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Wir haben zu wenig Türen für die Mitarbeiter zum Rein- und Rauslaufen. Aber hier wird jetzt gebaut. Und dann gucken wir gleich mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Dann müssen wir auch irgendwann den Runway umbauen. Und hier raus geht dann die Landerweiterung. Das ist dann unser nächstes Ziel, dieses System hier so umzubauen. Und das haben wir jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Das... ist dann nicht gut, was wir hier gebaut haben, ehrlich gesagt. Müssen wir uns noch überlegen. Wir gucken mal. Eventuell müssen wir es nochmal umbauen und hier oben hinbauen. Aber, wenn ihr euch an die erste Folge erinnert, als ich sagte, wir werden hier sehr, sehr, sehr viel umbauen. Und wenn ihr da zu seichtes Gemüt habt, wird das sehr anstrengend werden für euch. Ihr seht jetzt, was ich meine, glaube ich. So, jetzt wird hier der Rückweg gebaut. Könnt ihr aber mal ein bisschen hier dem Leben auf dem Flughafen zu... Ich weiß immer noch nicht, warum die alle hier unten hinrennen und was die hier für ein Problem haben, dass die hier stecken geblieben sind. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Das hier jedenfalls werden wir weiter nach unten legen. Und diese WCs hier, die können wir schon mal wegnehmen. Denn da unten soll gleich der Weg rein.
Ja, und diese beiden Offices, die sind auch immer im Weg. Egal, wo man die hinbaut, die sind immer im Weg. Und diese ganzen Stations hier müssen wir auch weiter nach unten bauen. Das mittig wird. Ich würde die mittig bauen hier zu dem Gang hin. Ja, und das alles sehen wir in der nächsten Stunde. Wir sehen uns in der nächsten Stunde, sag ich schon, in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder, wenn die Bauarbeiter hier fertig sind mit Umbauen. Das sind sie, glaube ich, gerade. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ist ja praktisch. Also, bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und dann bauen wir... Ah, ich glaube, das machen wir besser nachts, ne? Ah, hier muss man erst die Slots... So. Ich glaube, diesen Umbau von dem Routing-System machen wir besser nachts wegen Security-Reasons. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann bauen wir hier den Baggage-Claim runter. Der muss nämlich auch noch ein bisschen nach unten. Den machen wir mittig mit dem Zeug hier. Ja, haben wir was Schönes vor für die nächste Folge. Ich male das mal eben hier rein, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ob das alles ein einheitliches Bild gibt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann, besten Dank fürs Zuschauen. Empfehlt die Videos gerne weiter. Schaut auch gerne die anderen Videos in meinem Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.